herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es war Filmbörsenzeit und zwar stand die Filmbörse Neuss an, auf der ich mal wieder unterwegs war und ja, ich habe viele getroffen. Wie gesagt, natürlich meine Phoenix-Kollegen, der Filmangler und Moviepicker waren vor Ort. Dann war der Mike H. aus dem Discord auch anwesend, hat mich sehr gefreut, dich auf jeden Fall mal persönlich kennenzulernen. Wir haben ein bisschen gequatscht und so, war auf jeden Fall lustig. Genau, unser Humor passt gut rein, auf jeden Fall da. Daumen nach oben. Unser Extro Norbert war da, Jürgen war da, Martin habe ich kurz gesehen, Debbie war da. Ich weiß nicht, ob mit Manni oder ohne, den habe ich auf jeden Fall nicht gesehen. Otti Bond war auch da, der kam direkt zu Anfang. Na, schon was gefunden, da sind wir gerade angekommen, da auf jeden Fall auch liebe Grüße. Und ja, auf jeden Fall waren noch eine Menge andere Leute da. Wie gesagt, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sind und wo ich gerade hier in meiner Hymne war, alle aufzuzählen, fiel mir ein, ich habe den Movie Man vergessen. Der liebe Frank war auch da aus dem Discord. Der Special Freak ist auch da gewesen. Mit dem haben wir auch kurz gequatscht und sogar Fotos gemacht. Guckt auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei. Und ja, genau. Ich würde sagen, weiter geht's. Wir sind dann immer schön zusammen rumgeschlendert, haben dann immer so ein paar Päuschen gemacht, wo man dann halt ein bisschen Zeit hat zum Quatschen und alles. Und ist auf jeden Fall immer eine ganz nette Truppe. Ja, und was soll ich euch sagen? Wenn ich hier auf diesen Stapel vor mir gucke, muss ich sagen, es war die totale Eskalation heute. Und bevor wir aber zu meinem Update kommen, möchte ich euch mal die neuen Termine nennen. Und zur Filmbörse Neuss ist die nächste am 6.8. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Für alle, die nicht nach Neuss einreisen können, 17.9. hätten wir eine Filmbörse in Nürnberg. Dann haben wir am 24.9. eine Filmbörse in Neu-Isenburg. Und dann haben wir den 2. bis 3. September das Weekend of Hell in der Turbinenhalle Oberhausen, wo die fucking Freaks mit einem eigenen Stand vor Ort sein werden. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wenn nicht, dann auf jeden Fall jetzt. Die fucking Freaks machen wieder eine Spendenaktion auf dem Weekend of Hell. Diesmal geht der Erlös ans Jugendlichen- und Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf. Genau, wenn ihr Bock habt und ihr habt was aus der Sammlung übrig und sagt, ach ja, das brauche ich nicht mehr, das kann ich für einen guten Zweck abgeben, dann meldet euch beim lieben Moviepicker Hessensammler oder beim Filmangler. Ich hatte in meinem Spendenaufrufvideo die E-Mails verlinkt. Meldet euch bitte per Mail und dann wickelt ihr gerne mit denen alles ab. Ja, zu meinem Update. Ja, und ehe wir zu meinem Update kommen, habe ich mir gedacht, zeige ich euch vielleicht noch mal ein paar Eindrücke von der Filmbörse und ja, ein bisschen Spannung muss sein. Schaut euch erstmal die Eindrücke an. Wir haben auch ein paar nette Fotos in der Community gemacht und dann sehen wir uns nach diesen Eindrücken ja, zurück bei meinen Updates. Ja, zu meinem Update. Wie immer geht man eigentlich dahin und sagt, okay, man hat jetzt nicht so was vor Augen, was man haben möchte. Viele vielleicht ja, mittlerweile ist es halt echt schwierig geworden. Es gab einige Veröffentlichungen, die rauskamen, die wir uns da natürlich, ja, ich sag mal, als Augenmerk gelegt haben. Aber bevor ich dahin komme, beginne ich mit ein paar 4K-Updates. Und zwar einmal
Batman Returns in diesem richtig fetten, in dieser richtig fetten Edition. Ich weiß nicht, ob es Spanisch ist. Ich meine schon Spanisch oder Italienisch. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Hat 16 Fotografien mit bei, zwei Poster. Ach, ich weiß nicht, was alles. Also es ist ja auf jeden Fall sehr cool. Ich weiß nicht, ob man das hier so erkennen kann. Sehr, sehr geil. Ist auf jeden Fall mit Michael Keaton. Ist mit dem Steelbook enthalten. Und ja, jetzt bin ich auf der Suche noch nach Teil 1 von Batman. Den brauche ich nämlich noch. Auch in so einer coolen Edition habe ich hier Top Gun, den ersten. Den hatte ich tatsächlich nur auf Blu-ray. Und das ist ja jetzt auch ein remastertes 4K und alles. Und ja, da bin ich auch gespannt. Wie gesagt, ist auch mit Poster und Karten und, und. Und ja, Top Gun Maverick war für mich ja der beste Film 2022. Der erste ist natürlich auch super, aber die Fortsetzung fand ich super. Ja, und dann habe ich was gefunden, was mich mega freut. Und zwar ist es das Curse of Chucky Media Book von Birnblatt, limitiert auf 777 Stück. Ich habe hier die Nummer 431. Steht hier noch schön drauf, Curse of Chucky. Ist auch alles drauf gedruckt, keine Sorge, OVP. Mega geil, freut mich richtig, weil, kleiner Trommelwirbel, jetzt kann ich nämlich endlich aus dieser schicken Edition dieses Scheißplay rausholen, was ja überhaupt gar nicht hier reinpasst. Und kann dann einfach dieses schicke Curse of Chucky Media Book hier mit reinstellen und habe dann alle Media Books in der gezeichneten Variante hier jetzt so schön drin stehen. Ja, und Leute, das ist doch wunderschön, oder? Ja, man hat das hier so schön, ich hoffe, man sieht es so ein bisschen, ja, hier auch alles auf einer Höhe. Ja, doch. Manche Sachen sind vielleicht minimal ein bisschen höher, aber ansonsten ist das alles auf einer Höhe. Und ja, endlich ist es hier drin. Sehr schick. Hat mich sehr gefreut, dass ich das endlich gefunden habe. Und was ich jetzt mit Schalls Play mache, weiß ich noch nicht. Kommt dann halt einfach so in den Regal. Auf jeden Fall ist dieser Schuber jetzt endlich vollständig. Weiter geht's mit einem Film, der für mich auf jeden Fall dazugehört. Kindheitserinnerungen und so. Ich habe den sehr, sehr gemocht. Ich weiß nicht, ob ihr die Hand vielleicht hier im Hintergrund seht von dem Bösewicht, beziehungsweise dem bösen Part. Und zwar geht es hier natürlich um Gremlins. Wir haben hier das Cover B, limitiert auf 333 Stück. Ich habe die Nummer 085, also die 58. Und ja, ich fand das halt einfach am geilsten. Es gibt das ja, ich weiß gar nicht mit welchen anderen Artworks. Auf jeden Fall gibt es ja auch noch diese Collectors Edition, aber ich fand das hier am besten und ja, mega. Deswegen dieses ausgesucht. Und wo Gremlins 1 ist, ist natürlich die Rückkehr der kleinen Monster nicht weit. Auch im Cover B, 333 Stück limitiert. Hier haben wir die Nummer 37. Genau. Und ja, finde ich sehr cool. Sehr schick gemacht. Müssen das so halten. Und mal gucken, ob die. Ja, haben sie sogar sehr gut hinbekommen, sodass der Spine, wenn ich die dann auf einer Höhe habe, ja, gleichmäßig halt eben ist, genauso wie hier oben. Sehr schön, gefällt mir gut, dass es da auf jeden Fall einheitlich ist. Wobei die Folie hier irgendwie so ein bisschen dünner geworden ist, aber ja, letztendlich reißt man die sowieso auf und dann ist die Folie eh egal. Ja, von Gremlins geht's hin zu ein bisschen blutiger. Und zwar habe ich mir hier Projekt Wolfhunting geholt, auf vielen Empfehlungen tatsächlich. Ich habe den halt immer mal wieder gesehen und alle haben gesagt, oh ja, der ist super. Und ja, koreanisches Extremkino, 100% Unsinn, unzensiert und ungeschnitten. Von Capelight ist er aufgelegt. Und ja, hier steht brutal unterhaltsam, ein spitzender Gewaltrausch, 2 Stunden blutiger Spaß. Und ich bin gespannt. Also ich habe gehört, der soll tatsächlich sehr blutig sein und gut abgehen und da habe ich mal wieder Bock drauf und deswegen Projekt Wolfhunting hier in der Sammlung oder in die Sammlung geholt. Ja, ich weiß nicht, viele haben es vielleicht in einem meiner Update-Videos, es müsste dann vermutlich der Mai gewesen sein,
habe ich bereits im Cover A. Ich konnte mich aber nicht entscheiden und habe deswegen die Goonies nochmal in Cover D nachgeholt. Limitiert auf 333 Stück und ich habe hier die unfassbar niedrige Nummer 14. Finde ich sehr, sehr cool. Und ich muss echt sagen, ich guck mal gerade, wo es steht. Es steht spontan hier. Moment hier. Ich muss das mal eigentlich hier rausholen. So, dieses hier ist der Cover A. Und das ist Cover D. Und ich muss echt sagen, dass mir Cover D zumindest von der Farbgebung besser gefällt. Also erstmal sind die Goonies oben größer geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, dass es da auf jeden Fall größer geschrieben ist. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, schärfer. Ich weiß nicht, ob es vielleicht daran liegt, weil es gezeichnet ist, aber glaube ich kaum. Irgendwie, weiß ich nicht. Naja, egal. Auf jeden Fall mag ich beide Varianten sehr. Und deswegen in die Sammlung geholt. Ja, dann habe ich ein Mediabook gekauft, zum Normalpreis tatsächlich. Die Preise sind ja wieder im Internet jenseits von Gut und Böse. Und ich habe tatsächlich immer gedacht, ach, das sind so Fake-Bieter. Wisst ihr so, ah ja, ich pushe den Preis einfach so ein bisschen hoch und kaufe das dann einfach nicht. Aber ich habe mir sagen lassen, dass sie tatsächlich für den Preis gekauft werden. Und zwar geht es hier um die Cover-A-Variante von die City Cobra. Limitiert auf 500 Stück. Ich habe hier die Nummer 420 mit Sylvester Stallone. Natürlich eine mega Cover-Variante, lässt sich gar nicht drüber streiten. Aber angeblich sollen die ja, irgendwie für zwischen 150 und 200 Euro bei eBay weggehen. Sind wieder absolute Scalper-Preise, aber ja, hat man ja leider natürlich bei vielen Sachen, braucht man nicht drüber diskutieren. Habe ich hier auf jeden Fall auch in der Sammlung. Gefällt mir sehr gut. Und ja, ich mag den Film. Und entsprechend musste der halt eben auch in die Sammlung. Dann habe ich einen Film gekauft, auch auf Empfehlung. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe auch überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem. Wir haben, beziehungsweise muss ich das anders erzählen, der Moviepicker hat sich einen Film gekauft. Beim Stand von Alt Media und hat bei ihm, also beim Yusuf halt eben auch, dann den gleichen Film in einer anderen Cover-Variante gesehen. Und sagte dann, ja, ob der den tauscht? Ich sage, ja, du hast ja bei denen gekauft, frag doch einfach mal, sind wir da hin? Und der liebe Didi vom Kanal Didi Meister Shape hilft so ein bisschen beim Yusuf aus. Der war ja auch da gewesen auf der Börse und dann, ja, hier und kann man tauschen und ja, kein Problem, hat der Yusuf sofort gesagt, klar, du hast bei mir gekauft, gar kein Ding. Und ja, dann kamen wir irgendwie so ein bisschen ins Quatschen und dann habe ich einen Film in die Hand genommen und habe gesagt, hör mal, kann der was? Und der Moviepicker direkt, ja, der ist mega und hat dann so ein bisschen erzählt und der Didi dann auch, ja, der ist echt super und klasse. Und dann lag da Cover A und B und C und ja, ich habe den dann in der Hand und Preise waren auch echt super, die der Yusuf da aufgerufen hat und sagte, ich habe aber noch was, vielleicht interessiert dich das. Ja, und dann kam er mit der Cover-D-Variante, die ich tatsächlich mit Abstand am besten finde. Ist echt schick gemacht, hier noch so die Hände und mit dem Feuer, mit dem Haus im Hintergrund. Also quasi Cover-A-Variante. Das müsste ja dann auch das Normale von den Emmerich sein. So ein bisschen abgegradet mit komischen Händen da drauf und... Ja, ich kenne den Film tatsächlich noch gar nicht. Wir haben gesagt und ich habe gesagt, wenn ich dieses Video mache, da gehen liebe Grüße raus an den Yusuf von Alt Media und auch an den Didi natürlich. Ja, der hat mir den da schmackhaft gemacht. Also der hat mir den wirklich präsentiert. Ja, super Film und kauft den mal. Liebe Grüße da auf jeden Fall an der Stelle. Limitiert auf die Nummer 333 und ja, was soll ich sagen? Wir haben hier eine Nullnummer und zwar haben wir hier die 000. Vielleicht sollte ich Lotto spielen, ich weiß es nicht. Das sind die Varianten, die als ja, Eigenexemplar für den Auftraggeber halt eben produziert werden, bevor es dann halt mit der 001 beginnt. Und kriegt man so natürlich eigentlich überhaupt nicht, weil natürlich die Besteller oder den Auftraggeber das für sich behalten. Und ja, da hat der Yusuf gesagt, hör mal hier,
Ich weiß nicht, hast du Bock an sowas? Mehr Schnapsnummer geht nicht, anstatt noch 333. Wie wert? Ja, und wie ihr wisst, ich bin da ja halt so ein kleiner Fetischist, beziehungsweise eine kleine Fetischistin, was hier so Bereich ja, Limitierungsnummern natürlich. Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich so begeistert von der Nummer bin. Ja, ich lege da halt sehr viel Wert drauf, ne? Und das ist auf jeden Fall mega cool. Und wenn der lieber Stefan, Hashtag unser Teddy Nash, das sieht, man kann es auch verkehrt herum gleich lesen. Da hat er mich ja irgendwann mal drauf aufmerksam gemacht. Weißt du Bescheid, ne? Ja, wie gesagt, Drag Me to Hell, ich bin gespannt. Vielleicht werde ich den nachher direkt in den Player schmeißen, weil den halt alle wirklich echt gelobt haben und der sei so super. Ich schau mal, ich lasse mich überraschen. Wenn nicht, dann Didi, ne? Sehen wir uns bestimmt bei der nächsten Börse und dann werden wir darüber diskutieren müssen, wenn der nicht gut ist. Aber ich bin gespannt. Ihn haben mir viele empfohlen, von daher wird es so sein. Ja, Leute, haltet euch fest, die Eskalation ist noch nicht vorbei. Endlich habe ich ein Mediabook, was viele vielleicht nicht gut finden. Ich weiß, dass einige das ein bisschen zerrissen haben aufgrund von fehlender Qualität. Ich habe keine Ahnung. Dann ist es wattiert. Viele mögen kein wattiert. Ist ja auch jedem selbst überlassen, auf was er Bock hat, was er sich in die Sammlung holt. Aber ich musste tatsächlich lange, lange darauf warten, weil irgendwie die Produktion stockte. Ja. Irgendwie kam das mit der Wattierung nicht hinterher, sodass ich da lange warten musste, weil ich einfach nicht die normale Variante haben wollte. Und zwar rede ich hier von der Complete Collection des wattierten Hostel Media Books. Ja, es ist ja nicht so, als hätte man Hostel halt eben nicht in der Sammlung, aber da ist natürlich Augenmerk auf den zweiten Teil, erstmals Uncut, beziehungsweise das heißt erstmals Uncut auf Blu-ray, ne? Halt eben so nicht zu bekommen. Und wenn man den halt eben schauen musste, ja, war halt immer schwierig. Hier haben wir Hostel, Unrated, Extended Cut, inklusive erstmals der Unrated Director's Cut Fassung. Dann haben wir Hostel 2 erstmals in Uncut und da bin ich echt gespannt aufs Bild, ne? Also Blu-ray im Gegensatz zu den Sachen, die man dann vielleicht halt nur so gucken konnte, als der noch nicht auf Blu-ray öffentlich kam. Ja, und die Unrated Fassung von Hostel 3, wobei man sagen muss, der gehört zur Reihe, braucht man aber jetzt nicht unbedingt. Cover A ist hier dieses schicke Kellerverlies. Und wie gesagt, das ist ein Megateil. Ja, ist von Nameless. Und ich weiß nicht, ihr seht das da im Hintergrund, da oben ist halt alles Nameless. Werde ich vermutlich ein bisschen umräumen müssen, um dieses Mediabook mit einfügen zu können. Limitiert auf 750 Stück. Ich habe hier die Nummer 275. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Viele Mediabooks mit recht niedrigen Limitierungsnummern, jetzt im Vergleich zu den Auflagen halt eben. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Ich denke mal, ich werde dazu ein Unboxing machen. Habe ich Bock drauf, auch wenn es schon welche gibt. Ich feiere dieses fette Book einfach total und ich freue mich echt, das jetzt in der Sammlung zu haben. Und deswegen denke ich, werde ich mir da auf jeden Fall vielleicht mein Unboxing gönnen. Und ja, Drag Me to Hell steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Was ich gucke, vielleicht haue ich mir dann auch noch Teil 2 rein. Blut geht immer, ne? Wisst ihr Bescheid. Und ja, ich würde sagen, das war's an dieser Stelle schon. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Ansehen, fürs Liken, Supporten, Kommentieren, auf das, worauf ihr immer Bock habt. Und ja, würde sagen, bleibt auf jeden Fall gesund. Wir sehen uns vielleicht im August auf der nächsten Börse in Neuss. Und wenn ihr an mir vorbeilauft, dann quatscht mich auf jeden Fall an. Ich habe immer so ein paar Momente auf der Börse, wo ich mir denke, da sind Menschen, die schauen dann und trauen sich aber dann vielleicht doch nicht. Wie gesagt, quatscht mich an. Ich bin da total offen und ich beiße nicht, zumindest nicht jeden Tag. Aber da ja, könnt ihr mich auf jeden Fall gerne anquatschen und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Danke fürs Anschauen und ciao.